Viele Leute nehmen dann ihr Telefon, ja, weil, ja, sind dann stehen auf, nehmen ihr Telefon. Das ist kein Briefer. Das ist kein Zeitinsel. Ein Zeitinsel ist ohne das Telefon. So, was ich oft mache, ist, ich mache eine kleine Runde um Gebäude von 5 oder 10 Minuten. Das ist ein Briefer. Ja. Ja. Und das ist die meist wertvolle Zeit für die Arbeit, rauszugehen. Ich sage, fange an mit einem Briefer. Ja, das ist der Umweg. Ja. Der Umweg, den du gehst, wenn du viel zu tun hast. Stelle das Kontakt mit dem Unbewussten vorauf. Das ist das Erste. Ja. Erst die Lehrraum. Und von daraus schöpfst du. Auf Niederländisch, auf Holländisch, wie nennt ihr das? Ein Witje. Ein Witje, was ist denn ein Witje? Ein Witje, weiß ist die nicht eingeführte Farbe, würde ich sagen. Es ist ein weißes Blatt, kannst du noch alles aufschreiben. Ein Weiß ist, ich gehe raus und ich fülle diese Zeit nicht ein mit irgendetwas. So ein Stückchen Weiß. Woher kommt das, der Begriff? Der kommt aus der Theaterwelt. In der Theaterwelt ist ein Witje ist das Moment, dass man eigentlich nicht spricht. So, und das ist eigentlich ein sehr wichtiges Moment, nicht sprechen. Weil du bist in einer Konversation und dann plötzlich denkst du nach über irgendetwas. Aber das Weiß, das gibt die Wichtigkeit an, was vor und nachher passiert. So, das Weiß ist eigentlich, das gibt das Kontrast. Ja. In japanischer Kalligrafie ist das Weiß eigentlich sehr wichtig. Wichtiger als was man mailt, ist die Weißraum, die man übrig lässt. Ja, wie im Design. Ja, genau. Ja, und bei der Kamera machen wir einen Weißabgleich, ja, bevor wir anfangen. Weil alle Farben von diesem Weißabgleich abhängen.